Sagt mal, von wo kommt ihr denn her? Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Sehen alle da so aus wie ihr? Ja, wir sehen so aus wie ihr. Soll ich euch ein Lied beibringen? Ja, wir wollen mit dir singen. Ich kenn ein Lied mit einem schönen Chor. Spiel es uns bitte einmal vor. Der Flöten. Aber ich sag mal, ist schon okay. Ja, was gegessen zusammen, die Anspannung ist ja auch ein bisschen da, wird wohl keiner von sich weisen können. Aber unterm Strich ist es einfach für uns heute eine Möglichkeit, das Ding frühzeitig klar zu machen. Wenn es jetzt in die Hose gehen würde, was ich überhaupt nicht glaube, das spricht im Moment auch gar nichts dafür, weil wir einfach nicht gewonnen. Also wir müssen heute nicht da 5-0 gewinnen, Buchstaben, wenn wir 1-0 gewinnen, würde das auch ausreichen. Jungs. Ja? Die Funksteller werden sich mit Sicherheit nicht nachsagen lassen wollen, dass sie das Spiel hergeschenkt haben oder so. Deshalb müssen wir schon davon ausgehen, dass die Gegenwehr uns geben. Aber wie ich letztes Mal auch schon hatte, Stürmer vorne, ja, die auch Tore machen können, ja, die man immer wieder anspielen kann. Wir müssen immer wieder sehen, dass wenn die vielleicht ein bisschen defensiver stehen, dass wir uns immer wieder hier in dem Bereich den Ball abklemmen, Ball absichern, dass wir dann nachrücken können und dann auch hier mal Kontakte spielen. Ja. Und dann gibt es immer wieder Möglichkeiten, Jungs. Ja, den Erik hier dahinter wieder, Erik, ja, dass du immer wieder guckst, dann werden sie wieder einen auf die Füße stellen, dass du vielleicht dich auch mal hier zeigst, ja, dass du nicht nur hier vorne immer rochierst, was wichtig ist, und das machst du halt sehr gut, ja, dass du immer wieder das Kommando auch gibst, und wenn der Ball auf der Seite ist, dass du die Pressing-Situation da organisierst, dass wir da immer wieder die Überzahl erzwingen, Erik. Ja. Dann, wenn wir den Ball haben, auch absichern den Ball, ja, versuchen, dass wir den Ball in unseren Reihen da behalten und dann Aktionen auch nach vorne setzen können. Ja. Ümit, ja? Immer wieder daran denken, Ümit, dass du nicht zu sehr beim Sven stehst. Ümit, ja? Sondern wenn hier der Ball vorne getrieben wird, dass du dann immer wieder den Weg hier nach vorne gehst, wie das der Domenico auf der anderen Seite auch immer wieder macht, Domenico, ja? Dass wir dann immer wieder auf den Ballbesitzer draufgehen, die Doppelsituation haben, mit dem Erik auch, ein Stürmer mit dazu, einer hier dann auf den Libro, ja? Dass wir immer wieder da
auf der ballnahen Seite eine Überzahl haben und dann die Zweikämpfe halt holen. Ja? Und das ist diese Bissigkeit, ja? dieser Wille, den Zweikampf sich zu holen, den Ball uns zu behaupten bei uns, ja? Das ist unsere ganz große Stärke, Jungs. Ja? Im hinteren Bereich, Flo wieder ganz seriös da vor der Abwehr gespielt. Flo, ja, hast auch letzte Woche wieder sehr gut gespielt. Ja? Hast dann auch Aktionen sogar gehabt, dass du den Pass gegeben hast zum Tor, Flo. Hast selber ein Tor gemacht, ja. Also mehr kann man von der Sechser nicht erwarten, Flo. Ja? Das gefällt mir. Manchmal würde ich vielleicht mir nochmal wünschen, dass du vielleicht nochmal der eine oder andere Ruf nochmal, aber es ist auf deiner Seite, wenn das so ist, so organisiert ist wie hier. Ja? Bevor du dann Scheiße rufst, was du ja nicht machst, ja? Es ist besser, dass du manchmal die Klappe hältst, aber es entspricht halt auch nicht deinem Naturell, Flo, ist klar. Ja? Aber entscheidend ist einfach, dass ich da wirklich sehr zufrieden bin mit dir, ja? Kopfbälle holst, ja? Immer wieder auch, wenn ein Stürmer hier mal angespielt wird, dass du auch immer wieder die Doppelsituation da suchst, ja, Flo, und ganz seriös, ohne Fehler hier hinten mit aufbaust. Ja, Handler, Fiedler ist sowieso kein Thema. Müssen wir mal gucken, was die für Stürmer haben. Waren auch noch ein paar Verletzte. Der Güler ist auch hin, aber der ist, glaube ich, verletzt auch. Der Rodau. Olli, ja, auch wieder hinten seriös rausspielen. Wie gehabt, vielleicht mal Bernd, wenn die erste Aktion wie. Bernd, wenn die erste Aktion jetzt war wie am letzte Woche, ja, dann musst du dann nicht hier hinten, wenn du noch mehr Druck bist, da spielen. Dann spielst du den Bernd Fiedler aus den 90er. Ja. Der Gustav Bruder Fiedler. Da müssen wir ja nicht irgendwie Harakiri spielen, aber das macht der in der Regel sowieso nicht. Ja. Achim von hinten raus dirigieren wieder. Ja, Achim, mitspielen. Dich zeigen hin, aber gut. Brauche ich nichts zu sagen. So, Jungs, das, was jetzt noch kommt, und ich werde dann auch nicht müde, das immer wieder jede Woche zu sagen, wir haben heute 5 Ersatzspieler gemacht. Ja, 5 Ersatzspieler. Davon können nur 3 rein. Ja. Jeder Einzelne, der hier sitzt, ob das der Julian ist, ja, ob das der Andi ist, ja, ob das der Marco ist, ja, ob das der Markus Braumann ist. Ja. Wen haben wir noch? Tim. Timmy, ja. Ersatzhauer, der später nach. Nico kommt noch. Ja. Jeder Einzelne, ja, das könnt ihr mir wirklich glauben und das ist auch das. Das würde ich wirklich glauben auch. Das ist auch das, was mir als Trainer eigentlich am schwersten fällt, Leuten dann zu sagen, dass sie nicht spielen oder dass sie nicht reinkommen oder so. Also ich will mich vorab da schon für entschuldigen, für die 2 Leute, die da nicht reinkommen. Ja. Ich kann es dann nicht ändern. Ich kann ja den Schiedsrichter gehen und kann sagen, wir wollen 5-mal wechseln, Jungs. Ja. Wichtig ist einfach, ich habe gerade mit dem Stefan am Freitag, Stefan habe ich gerade heimgefahren, sagt der Stefan auch, ja, hat auch öfters draußen gesetzt. Und, ja. Wichtig ist einfach, dass wir eine Mannschaft sind, als Team das sehen, dass man da mal unzufrieden ist, ja. Oder wenn ich den Markus Braumer da letzte Woche gesehen habe, beim Kreis, ja, Markus, der war total enttäuscht, wenn er da reinkam, ja, dann tut mir das Herz weh, wirklich, ja. Weil ich euch alle auch gut leiden kann und ich will auch jeden da reinwerfen, Jungs, ja. Aber der Stefan sagt dann auch das Richtige, wir sind deshalb auch da vorne, das habe ich euch schon x-mal gesagt, vielleicht der eine oder andere will sagen, jetzt fängt er wieder damit an, ja. Aber das Wichtige ist einfach, dass wir da ein Team sind und wir haben halt im Moment die Kein Problem, das schneid's, ich schneid's raus. Ja, aber die komfortable Situation, ja, dass wir einfach im Moment praktisch gar keine Verletzte haben. Ja? So, und das ist natürlich zum Guten. Selbst der Jörg ist ja wieder im Training. Ja. Also, ich meine, so eine Situation, ich weiß nicht, ob das jemand schon mal gehabt hat zum runden Ende, ja, aber das ist einfach top. Jungs, ja, und dass es da halt auch mal lange Gesichter gibt, ist ja ganz klar. Ja, aber das ist ja nichts Persönliches oder sonst irgendwas. Ich muss halt so wechseln, wie ich das taktisch für richtig sehe. Und nachher freuen wir uns dann hoffentlich alle. Jungs, ja. Standardsituation werden wir dann wieder so halb 1 Uhr, kurz nach 1 Abfahrt. Wir werden dann relativ früh da sein. Ja, gucken wir mal, dass wir aber wie gehabt dann 2 Uhr in die Kabine gehen, 1:45, 2:20 rausgehen und zwar machen. Und dann.